So Leute, willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar The Legend of Zelda Twilight Princess, die GameCube-Version. Und damit der Start angenehmer wird, habe ich jetzt gerade noch mit Domi hier dabei. Domi, hi. Ich hätte deine Einleitung auswendig gekonnt, ohne dass du es jemals zuvor gesagt hast. Ja, okay, ich glaube, wir überspringen das hier gerade, das wollen wir gar nicht sehen. Das sind nämlich Spielszenen und die wollen ja nicht spoilern, nicht wahr? Okay, wir drücken jetzt hier Start und ja, nach dem epischen Anfang, Memory Card wird geprüft. Yep, wollen wir erstellen? Ja, wir hatten uns schon überlegt, ob wir nur extra für euch die Warnungen vorlesen, die davor stehen. Da steht zum Beispiel auch drin, also ich nehme an, dass keiner von euch das jemals gelesen hat. Falls ihr eine Extra-Kopie dieses Textes wollt, sollt ihr irgendwas machen. Ja, so, geh mal ein bisschen näher ans Mikro gerade ran. So, sind wir nicht mehr gekommen, dann... Ja, ist das von selber gestartet. Egal. Also, wir erstellen natürlich eine neue Datei. Ja, ist schon Link. Wow. Lassen wir es bei Link, oder? Nein, nennen wir uns Banane Man. Nein. Ach, komm schon. Nein. Aber nennen wir sie nicht Epona, nennen wir sie irgendwie anders. Okay, irgendein epischer Name, der sie gerade so auf an die Beine fällt. Google-Up. Okay, ein Name, der irgendwie auch Sinn ergibt. Kugelhopp. Keine Ahnung, nennen sie irgendwie. Schnupfnudel. Ja, nein. Nein, das passt nicht, oder? Wir können ja nur 8 Buchstaben. Ja. Lass mir einfach Epona, passt schon. Nein, nennen wir sie 8 Letters. Passt auch so klasse rein. Ja, wir machen eine 8 und dann Letters. Wir lassen es einfach so. Oh. Hier sieht man schön die TV-Einstellungen. Bei uns ist das halt komplett anders als dann auf YouTube. Ja. Und im Media Player ist es nochmal anders, wenn ich es euch runterlädt. Nee, also bei mir auf Media Player ist es enddunkel. Aber egal. Willst du sprechen anfangs oder nicht? Wenn du schon dabei bist, darfst du auch ruhig sprechen. Wir können ja wechseln. Ich sag Link und du machst den anderen. Okay, du machst Link. Cool. Yeah. Am Abend werde ich immer ein wenig sentimental. Du nicht? Nein, Link hat keine Gefühle und ist... Ey, das ist mein Part! Man sagt, um diese Stunde treffen das düsterste Seins und andere Werft aufeinander. Werft? Ja, Werft. In diese Zeit kommen die Geister zu Besuch. Ja, hallo, ich möchte bitte ein Getränk. Ein Gin ist zum Beispiel ganz gut. Die sich noch nicht von dieser Welt lösen können. Du hörst dich gerade so an, als würdest du auf. Nee, aber du hörst dich gerade so an, als würdest du auf dem Klo sitzen. Ja. Deshalb mach mich das. Wie heißt das? Abendrot. Abendbrot. Abendbrot. Okay, machen wir gescheit weiter. Wir müssen noch irgendwas kommen mit dem Part. Okay. Abendrot, so sentimental. Und manchmal auch ein wenig traurig. Ach, übrigens, Link. Hi. Oh, ich hab improvisiert. Geil, Impro-Theater. Übermorgen soll ich einen Auftrag des Bürgermeisters nach Hyrule reisen, um einen königlichen Hofe etwas abzuliefern. Ja, was denn? Einen Fußball. Oh mein Gott. Aber es wäre mir lieber, wenn du an meiner Stelle reisen könntest. Ich bin nämlich zu faul. Würdest du das für mich tun? Dann kann ich daheim sitzen und zocken. Ja, du musst jetzt ein bisschen lauter reden. Ich bin schon laut genug. Du, warst du noch nie in Hyrule, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich hab nur mit Majora's Mask besiegt. Bitte nicht so auf den Tisch schauen, das hat so ein bisschen durchgezockt. Nein, das ist ja ein anderer Link. Das ist ja ein anderer Link. Das ist ja nicht der gleiche Link wie aus Ocarina of Time. Und ich bin geklont. Nein, das ist eine, man könnte sagen, eine Stammeslinie. So, ein bisschen Mikrofon umstellen. Okay. Das Schloss von Hyrule ist riesig. Es ist umgeben von einer Stadt. Wie größer ist unser Dorf? Das Dorf ist auch riesig. Und die Welt, die unsere Göttinnen erschaffen haben, ist noch viel größer als das. Ja, jetzt lest einfach mal weiter. Wir müssen zu irgendwas kommen. Du solltest sie dir unbedingt mit eigenen Augen ansehen. Die gesamte Welt, zum Beispiel aus dem Space Shuttle oder irgendwie sowas. Aber es wird spät. Wir sollten langsam ins Dorf zurückkehren. Ding sitzt schon daneben. Und wegen deiner Reise, ich werde alles mit dem Bürgermeister besprechen. Ich bin außerdem der Bürgermeister. Nee, er ist nicht der Bürgermeister. Das ist Link. Ja, und Link. Er hat noch nicht das, vielleicht ist es aufgefallen, er hat noch nicht das typische grüne Zelda-Gewand an, also Link-Gewand an. Das ist Link 3.0. Jetzt schaffst du doch mal richtig. 1.0 ist bei Majora's Mask, 2.0. Majora's Mask spielt Teil von der Timeline her nach.
Ja, aber in deinem Let's Play ist das jetzt ein Wow. Dann geht das ja teilweise bis... Er muss jetzt im Königreich schlafen und einen Haufen Stöcke abtropfen. Nein, das wird wahrscheinlich Brennholz oder sowas sein. Weil wir wissen ja, das spielt ja nicht so modern Zeit mit Strom und so. Nein, das spielt in der irgendeiner Zeit, die zwischen Mittelalter und Vergangenheit. Spielt in Mittelerde. Wenn ihr irgendwo einen Hobbit seht, könnt ihr in die Kommentare dann schreiben. Ja. Ich habe ja neben mir sitzen, aber das ist nebensächlich. Ganz ruhig. Warum ganz ruhig? Ich sag doch gar nichts. Du sollst dann ruhig gehen. Ich leite dir ab jetzt das Let's Play. Ach, genau. Wie gesagt, ich spreche immer Link. Da habe ich so viel zu tun. Ah, yay. Ich darf dann alle anderen machen, oder? Genau, immer doch. Ja. Wenn das jetzt Zelda war... Nein, das war nicht Zelda. Gut. Das war ein Kind aus dem Dorf. Gut. Zelda kommt erst später dazu. Das wird auch noch ein bisschen länger als ein Part dauern. Das kann ich ehrlich sagen. Ja, das Let's Play wird wirklich ein bisschen länger als ein Part dauern. Ich glaube, es wird auch länger. Es wird Majora's Mask und Ocarina of Time übertreffen von der Dauer her. Natürlich wieder zu 100%, ne? Machst du 3 Hard Run? Nein. Machst du einen 5 Hard Run? Nein. Machst du einen 500 Hard Run? Jetzt geht's wieder unter die Gürtellinie, das liebe Niveau. Willst du oder soll ich? Ist das wieder ein anderer? Ist ein anderer. Hey, Link, bist du wahr? Oh, hast du gerade wahr mit wach mit Dahel vermischt? Ja. Wahr. Du musst mir helfen, die Ziegen zusammenzutreiben. In letzter Zeit wollen sie einfach nicht auf mich hören. Sie mobben mich. Irgendwie hören sich bei dir alle Charaktere aus, als ob du gerade auf dem Klo sitzen würdest. Schon mal daran gedacht, deine Ernährung umzustellen? Was? Schon mal daran gedacht, deine Ernährung umzustellen? Nochmal bist du es mal, du. Wo ist Epona? Nicht da! Wo ist Epona? Wer war das? Ich komme irgendwie vor wie eine dieser Puppen aus der Sesamstraße. Wo ist Epona? Endlich wir spielen. Yay! Okay, also wir gehen dann einfach mal Epona hinterher. Yay! Der Anfang von dem Spiel ist immer so spannend. Yay! Die Grafik ist komplett anders als bei den anderen beiden, wo ich dabei war. Ja, das ist einfach, sieht einfach auch gut. 6 Jahre auseinander, Majora's Mask und das hier. Oh, nichts. Wir rollen hier ein bisschen rum in so einer richtigen Judo-Rolle. Er rollt nicht mehr über den Kopf drüber, so Puzzlebaum-Style, sondern er rollt wirklich so über die Schulter ab. Was ist das bitte für eine Mission gewesen? Ja, es kommen die erstmal die Loser-Missionen vom Anfang und dann geht es erst richtig los. Sogar ich hätte hier gekommen, um zu sterben. Ja, da kann man auch nicht sterben. Weiterspielen. Nein. Leider noch, das müssen wir dir alles zeigen. Ah, das, jetzt darfst du das auch noch gleich mitmachen. Link. Wow. Jetzt hast du die Maus, dass du nicht alles auf dem Klo sitzen Oh yeah. Ich habe Epona für dich fein gemacht. Ja, du musst ein bisschen lauter reden, weil sonst hört man's. Ich habe Epona für dich fein gemacht. Puste nicht ins Mikrofon. Sprich am Mikrofon vorbei. Oh, das kommt mir so wie so eine Manga-Liebesszene. Yeah. Das war so ziemlich der schlechteste Anfang, den ich jemals gesehen habe. Nein, ich gehe jetzt nicht mit dir, ich will auf das Pferd. Jetzt reiz sie um! Geht nicht, leider. Aber, geht das jetzt in die Schule oder ich denke mal schon, weil dann will ich jetzt kurz was zeigen. Gut, ich gebe dir jetzt keine Karotten mehr, sondern zu Hause ziehen. Ja, mit Peitschen, genau. Das ist geil, man kann jetzt von hinten aufsteigen. Zack, und dann rettet sie ja nicht los, aber da war jetzt die weite Weg. Ich weiß jetzt gerade genau, was Yoshi gesagt hätte, aber ich weiß es nicht wiederholen? Er hat ja nichts gesagt, also du willst es jetzt nicht irgendwie erwähnen oder in diesem Let's Play unterbringen. Gute Entscheidung. Danke. Ich überlege immer noch, ob ich die Vibration von dem Gamecube-Controller ausmachen soll, weil es irgendwie nervig ist an manchen Stellen. Ist immer noch Abend, ja, Sö. Ist immer noch dieselbe Abend. Du bist gerade gegen die Wand gerannt. Nein, ich bin gerade durch den Gang durchgerannt. Ja, aber dabei gegen die Wand gerannt. Oh, hab ich nicht gesehen. Ich habe gerade auf den Computer geschaut, der neben dran steht. Ordon! Ordon. Schön. Ah, ist das nicht schön. Ein kleines Dorf. Ja. Yay. Das ist der Typ von gerade eben. Oh, das ist das Opfer. Das ist der Bürgermeister. Der Bürgermeister. Der Bürgermeister. Der Bürgermeister. Ja, so sieht er zumindest aus. Er sieht zumindest aus wie der Bürgermeister. Nein, ich kann nicht beschleunigen. Nein! Yeah, Link hält sich in die Straßenverkehrsordnung im Dorf. Mhm. Er darf nicht beschleunigen. Und jetzt kommt eins der langweiligsten Minispiele ever.
Ach ja, mit diesen mit Blumen gießen. Na okay, das wäre noch langweiliger. Nein, wir sind auf der Weide. Yay! Aber ich weiß, was es ist. Wir müssen zu den blöden Ziegen einladen. Ja, weißt du das? Weil das dieser Typ ist. Ja, das hast du nochmal. Tut mir leid, Link. Du musstest dich wohl ziemlich beeilen. Nein, ich hatte Ebola. In letzter Zeit sind die Tiere so unruhig. Sie wollen einfach nicht mehr tun, was ich ihnen sage. Aber wenn Ebola dir hilft, kannst du sie sicher schnell zusammentreiben. Guck dir mal deine Spur auf Order City an. Das ist dein Bestimmt geil. Also, man hört Tommy wahrscheinlich gut, sehr leise. Es ist schon spät. Ist bereit. Was passiert, wenn du Nein sagst? Dann muss ich danach machen. Also mache ich jetzt einfach, dann haben wir es hinter uns. Geil. Wunderbar. Treib die Ziegen ganz einfach alle in die Stall. Okay. Warum kannst du das nicht machen, wenn es so einfach ist? Weil die Pone mir gehört. Ja, scheiß Opfer. Ganz ehrlich. Yay! Ja, ja. Ich liebe diese Aufgabe. Ja, das war Ironie. Ja. Im Stall. Tschüss. Ich kann dir was Geiles zeigen, was ist jetzt? Hey. Ich treib jetzt, wenn man die ganz auf antreibt, dann. Krieg ich das gerade hin auf Anhieb? Na, oder geht's jetzt noch nicht? Wenn man sie auf antreibt, dann werden sie aggro und rammen einen einfach vom Pferd. Im Stall. Strike, yay. Nein! Andere Richtung, du Shit-Ziege, du! Ich treibe jetzt einmal drum um und er versucht, ob sie mich dann angreift, wenn sie Akku. Ob sie jetzt schon Akku wird oder ob es erst später passiert. Ne, ich glaube, es passiert erst später, sonst hätte sie mich schon längst angegriffen. Machen wir jetzt die hier erstmal. Man muss immer einen schönen großen Bogen, weil die ansonsten irgendwo hinlaufen. Das Tollste ist, wenn sie auf den Stall zulaufen und zwar schräg und dann laufen die am Stall vorbei. Du. Und du. Tschüss. Wow, war das schwer. Wow, wie schwer. It's your turn. Epona, vielen Dank. Da steht vielen, vielen Dank, also bitte. Vielen Dank. Morgen schaffe ich es bestimmt wieder alleine. Ich bin nämlich nicht so ein Opfer, wie ihr alle denkt. Und du kannst dir jetzt einen ruhigen Abend machen. Lauter. Es geht lauter. Meine Stimme ist weg. Oder hast du ein wenig Zeit? Willst du vielleicht mit dem Pony ein wenig Springreiten üben? Besser. Ja. Das tötet aber meine Stimme. Warte einen Moment. Ich stelle dir nur ein paar Hindernisse auf. Das ist jetzt eigentlich geschafft. Ja, genau, springen wir Ziegen. Bock springen. Ich glaube, ich habe auf den Tisch gehauen, das war jetzt nicht. Nee, ja, nicht so schlimm. So, fertig? Du kannst jetzt loslegen. Okay. Wenn du gerne noch hast. Wenn du gerne hast. Wenn du genug hast, so spring einfach über das Tor und reite nach Hause. Immer doch. Jetzt können wir hier, die Animation ist immer wieder, ist jetzt in dem Spiel irgendwie endgeil gemacht, wenn man schnell reitet. Total realistisch, der Sprung. Yay, sieht irgendwie immer so ein bisschen so Slow-Mo aus, mit dem Geschwindigkeit ziehen. Zack. Yay. Bei mir schafft Epona meistens diesen Sprung hier nicht über dieses blöde Tor. Geil. Er schafft alle Sprünge nur über dieses blöde Tor, das nur halb so hoch ist wie der Rest. Aber egal. Ah je. Spiel speichern. Jo. Und zwar aus der ersten Spieldatei. Auf der Mini-Version habe ich immer irgendwie einen Schiss, dass ich erst die falsche Spieldatei auswähle. Das ist mir sogar einmal passiert. Glücklicherweise habe ich nichts Falsches überspeichert. Das ist. Ja, bei dir ist auch nur ein Spielstand, also. Ja, ich hatte halt zwei Spielstände und habe dann aus Versehen den alten überspeichert. Das ist also den ich, ja. Egal, vergiss es. Glaubst du, man kann meinen Stuhl hören, wenn ich mich bewege? Probier's. Also wenn ihr das jetzt hört, wird's geil. Weil ich habe jetzt gerade eine Pumpgun in der Hand und ich mache jetzt die perfekten Geräusche dazu. Geladen. Perfekte Geräusche. Ich glaube, jetzt mache ich mal, weil ich habe jetzt bisher noch wenig gelesen, beziehungsweise gar nichts. Und mit Link Rolle ist so ein bisschen wenig. Link, wach auf! Draußen ist es schon ganz hell! Ach nee! So. Was ihr nicht sagt! Verpisst euch, ihr Deppen, ich will noch schlafen. Ich muss meinen Kater ausschlafen hier. Ah, je. So, runter hier. Yay. Ja, finde ich irgendwie auch so ein bisschen so Penner-Style, ne? Ja. Okay, das war jetzt das. Egal, vergiss es.
Und jetzt kommt der epischste Move der Welt, wenn man jetzt... Ich habe keinen Bock, die Leiter runterzugehen, also einfach zur Seite. Zack, gegen Baum oder gegen Pferd. ja, mit dir reden. Hey Link, hast du schon gehört? Diese Stelle erinnert mich immer an ein Lernspiel. Im Laden im Dorf kann man jetzt eine Schleuder kaufen. Stell dir nur vor, eine Schleuder! Oh mein Gott! Mann, ist das toll! Ich wüsste nicht so gern, wie viel Frucht dahinter steckt. Das ist eine Sie, das musst du jetzt auch mit einbeziehen. Taromaro! Die Namen sind der Hammer. Wenn ihr unbedingt so eine Schleuder haben wollt, dann kommt doch einfach in unser Laden und kauft euch eine. Das ist der legale Weg. Wir können ja mal den illegalen Weg einschlagen und sie einfach klauen. Hallo, die kleinen Kinder sind ungefähr 90 Zentimeter groß. Ja, die können sich doch reinschleichen. Okay, das bin ich ja echt dran. Sag mal, Betty, weißt du eigentlich, was so eine Schleuder kostet? Kannst du nicht... Ja, 30 Rubine, by the way, ne? Kannst du nicht mal deine Mama fragen, ob sie uns einmal ausleiht? Du spinnst wohl. Wenn du eine Schleuder willst, leg doch mit Taro zusammen. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Das ist eigentlich für eine Zicke. Das ist jetzt der kleine daneben, dieses sprechende Baby. Aber das schaffen wir doch nie. Ich wünschte, unsere Eltern hätten keine blöde Mühle, sondern lieber ein paar coole Schleudern für uns. Yay, das sind so Kinderlogik. Diese Umgebung, diese Welt, genau hier sieht es immer so aus wie irgendwie so ein Lernspiel für Vierjährige. Lauter! Ein Lernspiel für Vierjährige! Nicht in das Mikrofon ist, schreien, sagt das ist, ab jetzt, The Legend of Zelda ist ein Spiel. Ein zum Lernen. Hey, mal sehen. Auch diese Musik dazu. Muss ich kurz gucken, wo ich hin muss? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie man in der Story jetzt rein nach vorne. Okay, wir werden angesprochen. Hey Link, hallo! Du kannst dann da unten mit mir reden, wenn du mich mit L ansiehst. Anvisierst, wollte ich jetzt eigentlich sagen, aber egal. Und gleichzeitig A drückst. Total logische Sachen, die man in jeder Alltagssituation sagen würde. Ja. Ich meine, Link muss sich echt blöd vorkommen. Ja, du musst L drücken. Was zum... Moritz, zieh mich bitte mit L an, dann kannst du mit mir reden. Hallo Moritz! Was denn? Du kommst hier einfach hier hochgeklettert? Was für ein Hitzkopf. Na egal, übrigens, wenn ich mich nicht irre, dann ist da drüben noch die Katze von der alten Zaira aus dem Laden dort, oder? Sie sitzt schon eine ganze Weile neben dem Fluss und statt, neben dem Haus und statt auf dem Fluss. Ob sie wohl nach Fischen sucht? Aber ohne Angel wird sie wohl kaum einen erwischen. Entschuldigung. Na egal! Also ich finde den Anfang von dem Spiel irgendwie dämlich. Ich mag den Einstieg nicht. Na egal, eigentlich wollte ich dir ja sowieso etwas ganz anderes sagen. Schau mal, schau dir mal das Gras da drüben auf dem Felsen an. Ist das nicht immer dieser Ort, auf der du immer flötest? Ich habe mir gedacht, das interessiert dich vielleicht. Ist schließlich ein ungewöhnlicher Ort, um Gras zu suchen. Um Gras zu suchen? Ja. Oh yeah. Du schaffst doch sicher mit Hilfe von Analogsieg vorne hinüberzuspringen, oder? Für dich ist das doch kein Problem. Na, da hat er recht. Nein! Lass das. Ist doch kein Thema. Wir können direkt. Hier, jetzt rauchen wir eine Runde Gras hier und. Scheiße, es sah jetzt echt so aus, als würde das jetzt machen. komischerweise sieht das Gras irgendwie aus wie so ein Vogel, ne? Und was könnte so ein Gras, das aussieht wie ein Vogel, anlocken? Bei so einer super Spiellogik? Ein Vogel! Wer hätte das erwartet? Ist das diese nervige Eule? Nee, das ist nicht die Eule aus der Ocarina of Time. Yay, Freiflug! Danke für den Korb. Der Anfang ist so dämlich von dem Spiel. Ah, je. Spannend wird erst an einem bestimmten Punkt. Mal sehen, wie viele Parts wir jetzt zusammen schaffen, Domi. Zwei, denke ich. Vielleicht hoffen wir mal zwei. So. Wir müssen gleich schon wieder Schluss machen. Link, diesen Weidenkorb, Entschuldigung, hatte ich schon überall gesucht. Ich hatte ihn damals geflochten, als mein erstes Kind unterwegs war. In all den Jahren ist er mir sehr ans Herz gewachsen. Ja, Moritz, ja. Aha. Hast du ihn etwa extra gesucht, damit du ihn mir bringen kannst? Das ist normalerweise ein Satz, aber egal. Danke, vielen, vielen Dank. Da fällt mir ein, ich habe hier noch etwas, das ich dir geben wollte. Würdest du etwas ausmachen, diesen Weidenkopf für mich ein Stück zu tragen, bis du mir nach Hause? Okay, kein Thema. Wir können jetzt so lange warten, bis sie da ist, oder wir rennen einfach vor. Das dauert nämlich eine halbe Ewigkeit. Nein, ich wollte gerade abdrücken, aber es hat nicht funktioniert. Vielen, vielen Dank, Link. Ach ja, das war da war doch noch etwas, was ich dir geben wollte. Also gut, hier für dich. Yay, yeah, wir haben unser erstes Item bekommen, und zwar eine Angel. Eine Angel. Ist das nicht stylisch? Sie ist zwar sehr einfach, aber mein Sohn Colin...
hat sie selbst gemacht und sein Vater hat ihm dabei geholfen. Vielleicht hast du ja gelegentlich Lust, sie einmal auszuprobieren. Oh yeah. Ist sie sich eigentlich sicher, dass sie die Angel auch weggeben darf? Und dass sie hat sie für uns gemacht. Der Junge. Und jetzt haben wir hier das alte Menü, mit der Steuerung muss ich mich noch... Nein, falsch. So. Yay. So, jetzt muss ich mich noch mit der Steuerung betraut machen. Ich hab jetzt müssen wir ein Leben beenden. Ja, wir rollen nur noch ein bisschen durch die Gegend gerade. Räumen wir die Kürbisse. Oder bleiben wir bei Captain Kürbis? Captain Kürbis, ja. Genau, Captain Kürbis. Was auch immer das jetzt sein soll. Das ist eine Mischung mit Captain Kürbis. Nein, Captain Kirkus. Ja, okay. Also, Leute. Ich würde sagen, wir haben uns jetzt schön gelangweilt in dem Part, weil es eigentlich nur Story war und dummes Gelaber und ein nerviges Minispiel. Und ja, im letzten Part geht es dann daran, Rubine zu sammeln, weil wir uns die Schleuder kaufen müssen. Yay! Und wir verlassen uns jetzt unter dem wachsamen Auge von Captain Kürbis. Genau. Und ich sage jetzt einfach mal nichts dazu. Und ja, also, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn es dann vielleicht mal ein bisschen mehr Action gibt als in diesem, aber naja. Wir werden ja sehen. Bis dann. Warte. Bevor du den Part noch beendest, vielleicht sollt ihr unten in die Comments schreiben, ob die Bildschirmhelligkeit euch so passt oder ob ihr irgendwas noch ändern sollt. Genau, ja, da hatte ich nämlich überlegt, weil bei GameCube Games ist das mit meiner Aufnahmemöglichkeit manchmal ein bisschen problematisch. Und während ich jetzt hier noch... Eine Sache wollte ich jetzt gerade noch sagen, aber ich habe es gerade vergessen. Ah ja. Du hast gerade einen Kürbis getötet. In der Zeit fahre ich gerade ein paar Rubine, dann habe ich das für mich jetzt schon mal getan. Dann kann ich nämlich gerade noch sagen, wenn ich das jetzt hinschmeiße, war das nicht so, dass... Nö. Okay, dann eben nicht. Ja, ich spricht uns an. Hey, mit Essen spielt man nicht! Ja, sicher, ich wollte nur die Rubine, was auch immer die Rubine in dem Kürbis drin machen, aber egal. Ich wollte noch fragen, nach dem Projekt kommt irgendwann ja auch mal an Skyward Sword. Ich weiß, ich greife schon sehr weit vor. Ich wollte einfach nur fragen. Oh, 5 Rubine erhalten. Yeah. Die geilste Animation ever, wegen 5 Rubinen so eine blöde Animation anzubauen, und zwar immer, wenn man das Spiel aus- und anmacht. Na egal, und ich wollte halt fragen, wollt ihr den Heldenmodus oder den normalen Modus? Heldenmodus. Also mir ist es recht egal, der normale Modus ist halt mehr so Standard und der Heldenmodus ist halt dann mehr so für Pro-like, aber okay. Heldenmodus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, irgendwas wollte ich noch fragen, aber das frage ich für den Notfall eben im nächsten Part, wenn es mir gerade nicht einfällt. Na okay, also. Heldenmodus. Domi ist für den Heldenmodus, den er vielleicht mitbekommen haben sollte. Also, ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal mit... Oh, Rubin. Mit Zelda Twilight Princess. Bis dann. Tschüss. Ciao.